Der Deutsche Film feiert. Am Freitag werden wieder die Lolas vergeben. Der Deutsche Filmpreis ist die renommierteste und höchst dotierte Auszeichnung mit insgesamt rund 3 Millionen Euro, die zu verteilen sind. Eine fulminante Gala erwartet uns. Und hier sehen wir den Gastgeber, Daniel Donskoi bei Pro. Bei ihm fragte der Spiegel vor kurzem, ist er der Entertainer, auf den Deutschland lange gewartet hat? Jetzt ist er mir zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Guten Tag, Daniel Donskoi. Hallo, wunderschönen guten Tag. Große Lorbeeren also schon mal vorab. Können Sie uns denn auch schon verraten, welches besondere Highlight Sie für den glamourösen Abend geplant haben? Es wird wirklich sehr, sehr musikalisch. Wir sind gerade mitten in den Proben. Ich habe mich gerade geduscht, damit ich schick für Sie sein kann. Davor war ich noch sehr, sehr schwitzig. aber es wird wirklich sehr, sehr musikalisch und vor allem wird es mehrdimensional. Es wird fluide, es wird eine schöne Show. Sehr schön. Dann reden wir gleich mal drüber weiter, aber schauen erst mal auf Ihre Karriere. Schauspieler, Moderator, Entertainer, Sänger Daniel Donskoi ist ein Multitalent. In Moskau geboren, in Berlin und Tel Aviv aufgewachsen, Musical- und Schauspielausbildung in London. Der große Durchbruch in Deutschland 2018 kam mit der Hauptrolle in der RTL-Serie St. Mike. Aktuell ist er in der Serie Schlafschafe auf ZDF Neo zu sehen. Schönes Label ist einfach nur dran getackert. 129 Euro. Seit wann beschäftigst du dich mit so einer Scheiße, Melanie? Und wo kommt das her? Wo kommt das her? Und seit diesem Frühjahr hat er seine erste Late-Night-Show. Willkommen zu Freitagnacht Juice. Ich bin Daniel Donskoi. Mit seinen Gästen spricht er über junges jüdisches Leben in Deutschland. Den Titelsong singt er natürlich gleich selbst. Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen. Jude, 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 Jude. Einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. Jude, 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 Jude. Sie können ja wirklich alles, Sie können auch singen. Wahnsinn. Jetzt ist ja wirklich eine besondere Herausforderung, kommen wir noch mal zum Deutschen Filmpreis, sowas zu moderieren, ja, da durchzuführen. Absolut. Vor allem doch, wenn die ganzen Kolleginnen und Kollegen im Publikum sitzen, oder? Ja, aber es ist ja eigentlich das Besondere. Ich glaube, nach anderthalb Jahren freut sich die Branche wirklich zusammenzukommen, den Film zu feiern. Und deswegen habe ich da gar keine Bedenken. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute Spaß haben, unterhalten werden, das Publikum zu Hause sowie das Publikum im Saal. Das ist die größte Herausforderung, ehrlich gesagt. Ja. Das zu verbinden, dass die Branche im Saal feiern kann, aber auch die ZuschauerInnen zu Hause. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt gibt es viele Filme, die nominiert sind. Zwei literarische Verfilmungen sind die Favoriten. Das ist Dominik Grafs Fabian oder Der Gang vor die Hunde nach Erich Kästner mit 10 Nominierungen. Und Philipp Stölzels Schachnovelle nach Stefan Zweig, auch ein tolles Buch, mit 7 Nominierungen. Warum glauben Sie, dass Literaturverfilmungen gerade so erfolgreich sind? Ich glaube, man hat sich im Lockdown, waren wir sowieso alle immer sehr, sehr viel damit beschäftigt, natürlich Kunst und Kultur zu konsumieren. Literaturverfilmung. Ich glaube, die Menschen sehen sich nach Sicherheit und etwas, was sie aus der frühen Kindheit kennen, wie zum Beispiel Erich Kästner, macht direkt eine Lampe der Sicherheit auf und man möchte gerne in diese wundervolle Fantasiewelt oder in die Welt dieses Werkes mitgenommen werden. Mich interessiert fast noch mehr, dass wir auch sehr, sehr politische Filme haben, die nominiert sind, wie Je suis Karl und Morgen die ganze Welt, die linkes und rechtes Spektrum der Politik auszeichnen. Und ich glaube, es ist wunderschön, dass sich der deutsche Film traut, politisch zu sein. Neben dem, dass er auch träumen kann, finde ich, sind wir gerade in einer Zeit, in der man sich sehr darauf besinnen muss, unsere Gesellschaft zusammenzuführen, weil sie immer weiter auseinanderdriftet. Und da sind Filme, die politisch sind, sehr, sehr wichtig. Ja, super wichtig. Das haben wir auch eben gerade auch schon gesehen in Ihrer Late-Night-Show, dass das auch immer eine gesellschaftspolitische Komponente hat. Und werden Sie das dann auch wirklich bei der Verleihung richtig so mit einbringen? Oder geht es eigentlich eher darum, dass solche Filme halt nominiert sind? Oder ist das schon was Ihnen auch wichtig ist, auch in so einem Kontext noch mal stark zu machen? Ich glaube, ich stehe da als Mensch, als Daniel Donskoi auf der Bühne und ich bringe meine gesellschaftlichen Interessen mit, natürlich in jede Moderation. Das ist kein, man kann das nicht voneinander trennen. Die Sachen, die mir wichtig sind, werden auch auf der Bühne mit integriert, aber ohne erhobenen Zeigefinger den Leuten zu erklären, was sie zu tun haben. Sondern ich glaube, das Schöne in der Kunst ist ja, dass man seine Gefühle, Emotionen oder auch Wünsche für eine Gesellschaft in seinen künstlerischen Prozess einfließen lassen kann und das im Idealfall beim Zuschauer dann so subtil wie möglich ankommt. Aber auf jeden Fall ankommt. Jetzt sind da auch viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich da. Und ein Filmpreis steht ja schon fest. Das ist eine Ehrenlola für Senta Berger. Absolut. Für ihren herausragenden Verdienst für den deutschen Film. Kennen Sie sie persönlich schon? Nein, noch nicht. Ich werde sie zum ersten Mal kennenlernen. Ich werde viele Kolleginnen zum ersten Mal kennenlernen. Ich arbeite ja noch nicht seit allzu langer Zeit in Deutschland. Und die letzten 1,5 Jahre habe ich niemanden getroffen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel nachzuholen und darf am 1. Oktober die ganze Bandbreite der wundervollen Kolleginnen und Filmemacherinnen und Produzentinnen, Schauspielerinnen kennenlernen. Ich freue mich sehr drauf.
Sie arbeiten aber schon länger im Ausland und das, da werden jetzt viele auch hellhörig werden. Sie sind ja unter anderem in der 4. Staffel der Netflix-Serie The Crown zu sehen. Da werden Sie als James Hewitt zu sehen sein, den Reitlehrer, mit dem Prinzessin Diana eine Affäre hatte. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie waren die Dreharbeiten für die Erfolgsserie? Es war wunderschön. Es ist sehr, sehr schön, an Sets zu kommen, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, die wirklich so alle Preise schon gewonnen haben. Olivia Colman zum Beispiel, Helena Bonham Carter. Und das Wunderschönste zu sehen ist eigentlich, dass diese Menschen, die ganz oben stehen, oft die angenehmsten, nettesten sind, die sich nicht dazu verleiten lassen, in irgendeine Arroganz zu verfallen, sondern, ich weiß nur, Olivia Colman kam so, hello, you're Daniel, hugs, you're playing James. Also es war wirklich einfach eine wunderschöne Erfahrung. Und jetzt gerade im Kontrast zum Filmpreis, das ist sehr lustig, drehe ich gerade eine, auch in der Netflix-Produktion, Barbarians. Das heißt, ich komme gerade wirklich vom Schlachtfeld und jetzt geht es aber ans wundervoll glamouröse Moderieren. Jetzt ganz wieder zivilisiert. Genau. Ist denn das überhaupt Klischee eigentlich zu fragen, wenn man so ein bisschen fragt, wie unterschiedlich dieses, das ist ja doch eigentlich einfach ein Business, ja, dieses ganze Schauspielerei in England und in Deutschland ist? Also merkt man da einen Unterschied? Sie haben ja gesagt, sehr herzlich, man sagt gleich den Vornamen und umarmt sich und sowas. Aber merkt man trotzdem auch sonst irgendwie Unterschiede? Ist es auf eine Art härter in Großbritannien dann doch noch? Da ist ja die Konkurrenz auch riesig, ich meine Deutschland auch. Es ist halt, es ist dort noch mehr Business. Also ich habe im Theater angefangen und die West-End-Produktion. Bei uns in Deutschland sind wir wirklich damit gebläst, dass wir Stadttheater haben. Es ist finanziert durch den Staat. Wir haben eine große staatliche Finanzierung. In England ist Privatwirtschaft viel im Bereich der Kunst. Und ja, man hat halt keinen Ensemble-Job. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten für mehr Menschen. Also es ist, man kann es sehr, sehr schwierig miteinander vergleichen. Natürlich produziert man, glaube ich, aus England immer für die ganze Welt. Und in Deutschland produzieren wir manchmal für uns und manchmal für die Welt. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren wandeln. Glücklicherweise, alte Sehgewohnheiten müssen durchbrochen werden. Mhm. Und ich wünsche mir sehr, sehr, dass unsere ganze Fernseh- sowie auch Filmlandschaft diverser wird, dass wir fluidere Gestalten zulassen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir sprechen so viel über Pluralität in der Gesellschaft, im Wahlkampf. So viele PolitikerInnen sagen das. Wir wünschen uns eine vielfältige Zukunft. Da muss man diese aber auch wirklich leben. Und ich hoffe sehr, dass die Film- und Fernsehbranche dazu beitragen kann, dass wir alle wirklich ein pluraleres Deutschland werden. Jetzt leben und arbeiten Sie in London und auch in Deutschland. Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem großen Thema, was sich uns ja die letzten 1,5 Jahre beschäftigt hat und Sie auch gerade schon gesagt haben, die Pandemie. Wie sind Sie denn da durchgekommen in der Zeit, auch gerade mit diesen 2 Wohnorten? Es war sehr, sehr schwierig, weil Pendeln eigentlich unmöglich war. Und ich habe in Deutschland gedreht. Das heißt, ich war dann über ein Jahr nicht mehr dort zu Hause. Aber viel schlimmer war es eigentlich, die Familie nicht zu sehen, weil ein Teil meiner Familie lebt zum Beispiel in Israel. Und da konnte ich 19 Monate nicht rein, weil ich keine Staatsbürgerschaft habe. Und das sind so Momente, natürlich, da sehnt man sich sehr danach, in so Zeiten an den Menschen nah zu sein, die einem auch wirklich am nächsten sind. Das war schwierig, aber das ist Beschweren auf hohem Niveau, weil ich durfte arbeiten, ich durfte meinem Job nachgehen. Und ich glaube, da gab es Menschen, die sehr, sehr viel Schlimmeres erlebt haben. Absolut. Vielen Dank für dieses Gespräch, Daniel Donskoy, Gastgeber Ihnen. Der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2021. An diesem Freitag zu sehen ab 23 Uhr im ZDF. Dankeschön. Danke.